can't get but the pull back. Mahlzeit, Leute, willkommen heute zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Geek Rape Medusa RDTA. Ja, ist ein schönes Gerät, vom Design her sehr schön, reden wir aber später drüber. Wir gucken uns jetzt gleich im Detail an, alles was in der Verpackung mit bei ist. Und dann gucken wir halt nochmal, was da reinschmeißen und wie er so dampft und quatschen nochmal drüber. Und dann kommt auch mal ein Fazit zum Schluss. Ne? Jetzt schön in die Details. Dranbleiben. So, hier sind wir in den Details. Dann gucken wir uns mal die Verpackung einmal an. Geek Rape typisch in der Plastikbox. Nichts Wildes. Ja, gucken wir mal. Einmal das orangene Werkzeug. Dann haben wir einmal Ersatzschrauben und Dichtungskit. Und das war's. Mehr ist hier nicht drin. Ja, klar. Ihmchen ist noch dabei. Also vom Design her, wenn man das jetzt so sieht, ich weiß, ja. Ich finde ihn sehr schön. So. Und das Schöne hier dran ist, man kann ihn hier oben öffnen zum Drippen. Ne? Und hier hat er unten eine Arretierung mit einem Dichtungsring zusätzlich noch. Dann kann man hier abziehen, dann ist er aber dicht, wenn man so drauf schaut. Aber er hat keinen Endanschlag. Man kann ihn, ich mache immer, ja, man kann ihn die ganze Zeit so durchdrehen. Das finde ich ein bisschen doof. Endanschlag wäre ganz schön gewesen. In dem Sinne, ich arretiere ihn drauf. Schließe ihn und dann ist er fest und dann hat ein Anschlag, man weiß, dass er fest ist. Aber so bin ich jetzt in der Tasche, der sich dreht, dreht, dreht und dann geht er auf einmal auf. Das ist so ein kleiner Nachteil. Ja, so ein Plastikmundstück. Da sage ich gleich noch was zu, im Test. Ja, so, hier haben wir den Ring. Dann zeige ich nochmal hier, da sieht man das hier ein bisschen schlecht. Hier ist diese Arretierung mit den zwei Nasen gegenüber. Da und da. Genau. Und hier ist noch der zusätzliche Dichtungsring, dass es nicht ausläuft. Und die Lüftungs-, also die Airflow-Löcher sind halt sehr hoch gesetzt, sodass man nicht so mit dem ersten Schwenk sofort Liquid verliert. Ja, Daumen RDTA, weil er eine kleine Wanne unten drunter hat. 3 Milliliter fast die. Ja. Ich habe hier eine Dual Coil, Alien Coil drauf. Wie gesagt, werdet ihr bei mir immer sehen, weil ich mag keinen anderen Draht mehr. Klar sagt man, ein guter Verdampfer oder ein guter RDA erkennt man daran, wenn er mit normalen Draht auch schmeckt, aber ich mag einfach nichts anderes mehr. So. Dann wollen wir mal Watte reinschmeißen. Ich dampfe den jetzt gleich auf dem Vismec Predator. Den habe ich mir jetzt neu zugelegt. Da kommt auch noch eine Review zu. Ne? So. Dann wollen wir mal. Ne. So, der geht eigentlich immer ganz schnell.
wenn ich mich mal beeilen würde. Eine Watte neu rein, ein bisschen Liquid drauf. Na. So, da wir ein RDTA haben, lasse ich die ein bisschen länger, weil dann können wir die unten schön in eine Wanne reinlegen, die Watte, damit sie sich auch schön vollziehen kann. Natürlich habe ich jetzt meine Pinzette auf dem Schreibtisch liegen lassen. Dann mache ich das mit der Schere. Das geht auch. So. Dann machen wir ein bisschen Liquid auf den Onkel. Ich dampfe im Moment das Milieu von Dampfaroma. So Art Kiezplörre. Ist man all day geworden. Also ich dampfe nichts anderes mehr. Gut, ich habe jetzt einmal Vanille angesetzt, aber wie gesagt, das braucht ja bestimmt Minimum 4 Wochen, bis das gereift ist. Dann fülle ich hier einfach so ein bisschen rein. Andampfen, wie viel Ohm habe ich denn hier? 0,2 Ohm. Machen wir mal ein bisschen auf 90. 90 Watt. Da macht er schon ordentlich Alarm. Und da komme ich dann gleich zu dem Problem, was ich mit dem persönlich habe. So. Arretierung drauf. Zack. Mundstück. So. Sieht sehr schön aus. Ich kann noch mal ranzoomen. Ich dampfe einmal. Ja, dampfen tut er wie Sau. Ich gehe oben ins Fazit, dann sage ich dazu meine Meinung, was ich noch an Bedenken habe. Bis gleich. Also er kann dampfen wie Sau, wenn ich mir die Airflow ein bisschen verstelle, halb zu, ne, dass man von beiden Seiten, ne, ist auch geschmacklich dann wieder besser. Mich stört diese Arretierung so ein bisschen nur. Also das ist so ein Minuspunkt. Wenn man den so ein bisschen in die Tasche verdreht hat oder einfach in die Jackentasche ein bisschen verdreht hat, dann fällt der komplett auseinander. Ne, wenn man den jetzt in die Tasche rauszieht und man zieht irgendwie unpässlich gerade hier dran, dann auseinander, dann hat man das hier gerade aufgefüllt, alles komplett, dann ist man alles draußen. Ist nichts für unterwegs, meiner Meinung nach. Und das zweite Mango, was hier dran ist, ist dieses Mundstück. Klar kann man jetzt noch mit 510er, also das passt hier genau rein, kann man normale 510er Drip-Tips nehmen, aber das sieht scheiße aus. Bin ich ganz ehrlich. Hier dieser Ring. Ich mach mal hier die Hand vor. Na, komm. Scharf stellen. Stell scharf. So. Der Ring hier, das ist ja alles ein Stück. Und der ist nicht sonderlich hoch. Und wenn man das jetzt in den Mund nimmt, ne, nimmt man automatisch diesen äußeren Ring, kommt mit den Lippen dran. Der wird, wenn man viel dampft, wird der schweineheiß. Also ich habe mir schon echt ein paar Mal die Lippen verbrannt. Ich weiß nicht, da hätte man irgendwie ein bisschen bessere Abschirmung machen können oder das Mundstück einen Tacken länger vielleicht, sodass man, egal wie ich das gemacht habe, jedes Mal die Schnute dran verbrannt. Man kommt einfach da dran. Obwohl es ja Delrin ist, aber es wird einfach mit der Zeit richtig warm. Nochmal dampfen. Ja, er liegt bei Gearbest, liegt er momentan, ich gucke mal eben, für 23,73 €. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, Link packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung.
Kaufempfehlung wert? Ja, schon. Wenn man sich arrangieren kann mit einem 15er Drip-Tip, also mit einem normalen Mundstück, das oben drauf zu setzen, weil ansonsten, ich weiß nicht, ob man da lange dran Spaß hat. Wenn man da jetzt so eine Monsterwicklung von 0,1 Ohm hat und die auf 100 Watt heizt, dann weiß ich nicht, ob das auf die Dauer was ist. Ob euch das Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Einen Daumen nach oben, Abo freue ich mich riesig drüber. Ja, wir sehen uns, dranbleiben und schön weiterlaufen. Mit Waben.